keine Lust mehr. Wo ist das? Ist halt traurig, dass die alle sich denken, ja, die Chinesen sind Nein, und die sind bei uns ist alles so langsam, wenn du irgendeine Vorrichtung brauchst, ne, das dauert ein halbes Jahr für, keine Ahnung, für wieder verbaut. Der Ruderkreis ist ca. 2,40 Meter. Gewicht wird auch so um die 20 Kilo liegen mit Sprit. Länge der Fan zeigt uns jetzt einen schönen Scaleflug. Modell verfügt also über ein naturgetreues Einziehfahrwerk. Man sieht auch schön die Scale-Beleuchtung. Natürlich ein ganz toller Sound mit dem Vierblattkopf. Und ist ein herrliches Flugbild. Ihre Eltern eine Durchsage. Wie ich gehört habe, steht bei unserer Einfahrt da vorne der Eismann. Wer also ein Eis möchte, kann sich dort versorgen. Seite vom Platz, da fliegt der Frank Wörtel. Seine Bo 105, auch dieses Modell, hat einen Vierblattkopf drauf. Sieht zwar so ähnlich aus, als wie wenn es eine Red Bull Bo wäre, aber ist also bewusst anders lackiert, da die Firma Red Bull dies genehmigen muss. Wenn jemand auch bei uns als Modell sowas nachbaut, kann es also auch hier Schwierigkeiten geben. Das ist jetzt da wieder ein. Oh, sorry. So, das war der Matthias Hof mit seiner Red Bull Pro. Wunderschöne Vorführung, bedanke mich. Und wie gesagt, er hat auch eine Seite www.elektrohubschrauber.de, glaube ich. So, das machen wir. Thank you.
bist du jetzt Kumpel? Wo bist du jetzt Kumpel? Wo bist du, Kumpel? So, das war, leider muss man sagen, Heckrotorausfall. Zum Glück ist hier nicht allzu viel passiert, also ja. Schade drum. Auch hier bemerkenswert, wie leise dieses große Modell ist. Die Zuschauer links am Platz, bitte weitergehen. Hallo, bitte weitergehen. Die Zuschauer am Platzende, bitte weitergehen. Es ist absolut gefährlich dort oben. Bitte gehen Sie weiter dort oben. Hallo, das Ehepaar mit den Kindern, bitte gehen Sie weg dort, das ist lebensgefährlich. Danke. Genau. So, der Harald fliegt uns also diese wunderschöne Maschine sehr schön ruhig vor und absolut naturgetreu, wie er dieses Modell fliegt. Nicht zu schnell vor allen Dingen, schön langsam, ruhig. So ist eigentlich Hubschrauberflug, das sogenannte Scale-Fliegen. Wenn man ein Modell präsentiert, wie das Original, ebenso fliegt.